Chemnitz steht auf und Eltern stehen auf. Danke, dass so viele gekommen sind, Gesicht gezeigt und hier auf die Schieflage in unserem Land hinweisen. Und wird auch sehr schön von der Polizei die Kreuzungen abgeriegelt. Danke an die Polizei erstmal. Und so muss es sein. Und ja, also montags 18 Uhr auf dem Schillerplatz und dann eine große Runde durch unsere Heimatstadt. Und bei mir ist es auch die Geburtsstadt Chemnitz, beziehungsweise früher Marxstadt. Ja. So, also jetzt hatten wir ein paar Leute, freuen sich zugehupt, ist auch schön. Und ich denke auch die Leute, die dort jetzt warten müssen, die haben Verständnis für dieses Unterfangen. Und wie gesagt, wenn man demokratisch etwas oder darauf hinweisen will, macht man das so mit natürlich Spaziergang und auch lautstark sollte es sein, dass man hier auf die Schieflage in unserem Land hinweist. Also wenn zum Beispiel von YouTube ein Schreiben kommt, dass man bei der Wahl Jane Ulf Wahlmanipulationen oder irgendwelche Ungereimtheiten, die dort abgetreten sind, berichtet, dann wird leider Kanal bzw. das Video, wo man das reinspricht, gesperrt. Das muss man sich mal vorstellen. Das muss doch eine Demokratie aushalten. Also wer so hart ins Zeug geht, also das hat mit Demokratie nichts am Hute, nichts zu tun. Das ist Faschismus pur. Und gerade als YouTuber habe ich das schon sehr oft miterlebt. Und dann noch als Stadtrat muss man sich mal vorstellen, wenn man Hilferufe und nichts anderes ist das, das sind Hilferufe. Und wenn man die löscht, ist das eigentlich unterlassene Hilfeleistung. Also, das ist echt nicht normal, was hier den Leuten angetan wird. Und dann diese scheinheilige Sache, wenn man auf das gelöschte Video geht, Belästigung und Mobbing. Da stellt sich die Frage, wer hier belästigt wird und gemobbt wird. Sind das nicht etwa die Leute, die hier für Wahrheit, Freiheit und für Frieden und Souveränität hier auf die Straße gehen? Wahnsinn! Da versteht man diese Welt gleich gar nicht mehr. Die andere Seite ist, da muss man doch so viel Angst haben, dass es eben nicht verbreitet wird. Das ist einfach krank. Aber es findet sich immer ein Weg, wo man etwas verbreiten kann und auch relativ viele Leute im Prinzip erreichen kann. Also wie gesagt, hier auf der Bahnhofstraße in Chemnitz. Chemnitz steht auf und Eltern stehen auf. Und wichtig, dass man das an die Öffentlichkeit bringt. Teilt es auch, wie gesagt, das müsste in jeder größeren oder jeder Stadt so aussehen. Und dass bestimmte Leute dann endlich mal begreifen, dass hier gewaltig was schief läuft. Nur mal so am Rande. So, jetzt ist noch ein Trommler dazugekommen und ja, ist auch schön, wenn der Spaziergang immer mehr wird. Klasse. Und das soll natürlich nach Deutschland, Europa und der Welt geteilt werden. Und sehr schön, ich möchte mal daran erinnern, die Bilder, die jetzt im Netz kursieren, aus Italien, herzliche und patriotische Grüße nach Italien,
nach Frankreich, Belgien, England und wo sich die Leute, auch Australien, nicht vergessen, wo die Leute sich nicht alles gefallen lassen. Wie gesagt, die Bürger, die sind der Souverän. Und das in jedem Lande. Darf man nicht vergessen. So, ist jetzt mal der Bus vorbeigelassen worden. Jawohl. Ich denke mal, Licht brauche ich noch nicht anmachen. Es reicht hier. Also das ist, also meine Handykamera, das sieht trotzdem noch relativ gut aus, obwohl es eben schon etwas düster wird. Aber ja, man muss eben immer Licht ins Dunkle bringen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und da müsst ihr in andere Richtungen und in ein paar Institutionen auch mal etwas Licht getragen werden. Dann kommen wir vielleicht auch mal weiter. Nur mal so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl von mir. Hier ist auch noch eine feine Sache. Wir sind der Souverän. Wir lassen uns nicht spalten. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Super, ganz genau so ist es. Kann man nur unterschreiben. So ist es, Leute. So, das Fazit ist eigentlich, dass alle, die gemerkt haben, die aufgewacht sind und gemerkt haben, dass hier gewaltig was schief läuft, dass die natürlich miteinander reden und sich vernetzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke mal, das ist schon mal ganz gut. Oder das funktioniert schon jetzt mal ganz gut. Und so wird es sein. Ist zwar in bestimmten Regierungskreisen, glaube ich, nennt sich das, nicht so richtig erwünscht. Aber wie gesagt, ja, Notwehr. Also Notwehr, Hilferuf. Also das schließt sich eigentlich der Kreis von hilferufenden Bürgern und Notwehr und Demokratie, Meinungsfreiheit. Ja, also die meisten wissen es, auch die auch Videos zensieren, wissen davon, aber die wollen im Endeffekt nichts dazu wissen, bekommen Order. Ja, schlimm, was hier los ist. Und wie gesagt, da kann mir keiner mehr erzählen, dass das dann irgendwas mit Demokratie zu tun hat. Das ist Faschismus pur. Ganz einfach und so ist es. Und in so einer Zeit befinden wir uns und bewegen wir uns. So sieht's aus, Leute. Vielen Dank nochmal an alle Demokraten, die hier auf die Straße gegangen sind. Weil das macht eine Demokratie aus, dass man auch auf die Straße gehen kann. Und natürlich auch Videos nicht gelöscht werden. Und wie gesagt, dieses Video werde ich jetzt mal das erste Mal beenden und stelle dies auf Telegram und werde das auf meinen Patriotenkanal hochladen und dann natürlich verteilen. Ja, also bis zum nächsten Video. Dauert nicht lang. Bis